Hallo, Markus hier von Womoflog. Ich befinde mich auf einem Campingplatz. Man sieht es eigentlich nicht. Man könnte meinen, ich bin auf einer Wiese oder im Wald. Ich bin hier am Ossicher See am Seecamping Berghof. Ihr macht euch jetzt auf den Weg, schaut den Campingplatz an und ich genieße die Aussicht. Moment, ich schwenk, dass ihr seht, was ich jetzt als Aussicht hier habe. Wenn ihr von der Autobahn runterkommt, fahrt ihr am Lidl und am Hofer vorbei. In dem Kreisel nehmt ihr dann die zweite Ausfahrt. Und jetzt wird's ein wenig tricky, denn euer Navi will euch bestimmt gleich die erste wieder rechts abbiegen lassen. Das ist aber eine schlechte Idee. Denn die Straße ist relativ schmal und auch gesperrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Ich würde aber mit dem Hänger oder mit dem Wohnmobil gar nicht durchfahren. Ihr seht es auch. Ausnahme sind hier Lieferanten und Anwohner. Ich bin mal mit dem Auto durchgefahren. Hier sieht man, wie eng es hier ist. Also eine äußerst schlechte Idee, hier mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen, also mit dem Gespann, durchzufahren. Ihr kommt vorne wieder auf die Straße, die ich nachher gefahren bin. Ihr fahrt am besten weiter, bis zur nächsten Abbiegung, die nach rechts geht. Wenn ihr dann den See zu eurer Rechten liegen seht, dann könnt ihr nach rechts abbiegen. Ist bedeutend angenehmer zu fahren wie die schmale Straße. Und ab jetzt könnt ihr eurem Navi wieder vertrauen. Das führt euch dann zum Campingplatz. Der Campingplatz liegt dann hier linke Hand. Ihr habt hier eine Zufahrt mit der Abbiegespur. Ihr biegt dann hier links ab. Und da sieht man auch so einen Seecamping Berghof. Ihr habt hier drei Spuren. Die mittlere ist zum Durchfahren, links und rechts sind die Wartespuren für den Check-in. Euer Kennzeichen wird gescannt durch die Kamera und die Schranke öffnet sich und ihr seid auf dem Platz. Hier seht ihr den Plan mit dem Pfeil, der euch die Rezeption zeigt. Wie ihr seht, ist die direkt an der Zufahrt. Und hier habt ihr die Bilder dazu. Da ist der Eingang zur Rezeption. Hier sieht man nochmal die Zufahrt. Und hier, die Mädels helfen euch weiter, wenn ihr Probleme habt. Die sind sehr kompetent und sehr freundlich. In der Rezeption könnt ihr euch dann auch mit Informationsmaterial versorgen, was denn in der Gegend alles so angeboten wird und wie ihr eure Freizeit gestalten könnt. Kommen wir zu den Sanitäranlagen oder den Waschhäusern. Da sind 5 Stück auf dem Gelände verteilt. Einmal 3 Stück im Ostteil und 2 im Westteil. Hier seht ihr mal explizit das Waschhaus 3. Sehr aufgeräumt, sehr freundlich gestaltet und zu meinem oder bei meinem Aufenthalt war es immer sehr sauber. Ihr seht jetzt hier mal die Innenräume, hell und freundlich. Automatisches Licht. Und natürlich auch gibt es für die Kinder ein extra Waschbecken. Da geht es noch hoch zum Spielen. Da ist ein Spieleparadies oben. Ich war nicht zum Filmen drin. Hier habt ihr noch ein Kinderwaschbecken in Form von, ja, ich sag mal, ist wohl eine Schildkröte. Da kann man die ganz Kleinen dann waschen. Waschen, gutes Stichwort. Hier könnt ihr euer Geschirr spülen.
Im Waschhaus befindet sich natürlich auch noch die Waschmaschinen, beziehungsweise eine Waschmaschine im unteren Waschhaus und ein Trockner, natürlich gegen Bezahlung. Ebenso könnt ihr natürlich auch eure Chemietoilette in dem Waschhaus entleeren und sauber machen. Die Ver- und Entsorgung auf dem Platz befindet sich, wie ihr auf dem Plan seht, hinter der Rezeption und hinter dem Supermarkt. Hier sind zwei Boxen, einmal zum Autowaschen und einmal eine Entsorgungsstation, Frischwasser, Bodeneinlass, man sieht es ja auf den Bildern. Kommen wir zur, ich nenne es mal Infrastruktur, also was der Platz alles noch bietet. Für Kinder bietet der Platz sehr viel. Ihr habt hier Spielplätze über die ganze Anlage verteilt. Ich denke, da lachen die Kinderaugen, wenn man das sieht. Ihr habt da sogar ein Hexenhäuschen. Ich nenne es mal Hexenhäuschen. Und am Waschhaus unten am See gibt es auch nochmal einen Spielplatz. Und wenn es Schlechtwetter gibt, dann gibt es noch das Kinderland, in dem man Indoor dann spielen kann. Auch für die Jugendlichen ist das gedacht. Hier gibt es das Jugendhaus mit verschiedenen Spielmöglichkeiten. Ich glaube, Poolbillard. Wer ohne Campingausrüstung oder ohne Wohnmobil kommt, kann hier natürlich auch Mietunterkünfte anmieten. Einmal unten, Mobilhomes, aber auch hier komplette Häuschen. Da ist sogar teilweise eine Sauna mit drin. Hier seht ihr den Gasthof, der zu dem Campingplatz dazugehört. Der hat auch ein Takeaway und eine gute Karte, natürlich landestypisch die Gerichte. Am See habt ihr noch ein Pavillon, da könnt ihr einen Kaffee trinken, schön in der Sonne. Und habt hier eine Chill-Out-Zone, nenne ich es mal, mit gutem Blick auf den See. Ihr könnt natürlich auch mit dem Schiff über den Ossierer See fahren. Der Berghof hat direkt selber eine Anlegestelle. Ihr seht da, was ihr noch machen könnt auf dem oder von dem Platz aus. Und hier nochmal die Preise, was die Fahrt kostet mit dem Schiff. Überall auf dem Platz hat so Aushängeschilder mit Aktionen, was geboten ist. Und auch natürlich könnt ihr nachschauen, was hier die Animation bietet, was ihr euch leihen könnt und welche Aktionen teilweise geboten werden. Oh, ihr seid schon fertig mit dem Rundgang. Ich hoffe, der Campingplatz hat euch gefallen und dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenfrei und drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Bleibt gesund! Auf Wiedersehen!